Hallo und herzlich willkommen. Heute räume ich die Verdunster raus. So nehme ich aus den Völkern raus und setze die Futterzacken auf. Der Verdunster ist leer. Das Papier ist trocken. Bisschen reintreiben. Geht mal von den Rändern runter. Ich habe leider mein Bäse vergessen. Setzen wir die Futterzarge auf, dass ich nicht steche. Da kann ich noch den Völkern dann noch etwas einfüttern. Gut. Schauen wir beim nächsten Volk nach, wie es da aussieht. Die hatten schon eher leer, da hatte ich schon eher die Flasche abgemacht. Nehme ich das jetzt auch raus. Ich werde die Flüssigkeit etwas schneller verdünstet, die Ameisensäure, bei den anderen. Gut. Mache ich jetzt wieder ein Deckel drauf. Dann nehme ich jetzt auch die Zacke runter. Wir sind hier weit nach unten gegangen. Da brauche ich keinen auf. So, schauen wir noch bei diesem Volk. Da ist er noch nicht fertig, der Verdunster. Da müssen wir noch ein wenig warten. Ich werde die nächsten Tage die Völker wiegen und dann entscheiden, welches Volk wie viel Futter bekommt. Ich werde so auf 20 Kilo Winterfutter auffüttern. Ansonsten werde ich noch die Varroa im Auge behalten. Durchsichten mache ich keine mehr, außer es fällt mir jetzt am Flugloch direkt etwas auf. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.